Servus Leute, ich bin Zatabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist und wir sind angekommen, Leute, beim ersten FIFA 23 Informationsvideo. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht, das ist mega krank bei euch angekommen und es ist Zeit, um euch ein bisschen auf den neuesten Stand zu halten. Wenn News rauskommen, dann knalle ich die für euch raus, aber auch nur wirklich diese ganz, ganz wichtigen Sachen, nicht diese Billo, die keinen interessiert. Ladies and Gentlemen, falls das Video euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Jeder Supporter von euch, der heute einen Daumen nach oben da lässt, der wird Cristiano Ronaldo ziehen. Erste Woche. Oder Kylian Mbappé, wie ihr wollt. Und ansonsten haben 50% den Kanal nicht abonniert, dieses Video schauen. Das war's wieder komplett. Ihr seht, Wackelköpfe sind da. Da sind die Wackelköpfe. Wir haben Displays im Hintergrund, einen schönen Baum. Es steht alles fast. Das Zimmer ist fast finito. Und mir gefällt es sehr gut. Ich fühle mich pudelwohl, Leute. Hier werde ich streamen wie ein Cowboy. Hier werde ich Videos aufnehmen. Ich habe richtig Bock auf FIFA 23. Ich hoffe, ihr auch. Und bevor wir reingehen, Leute, ein ganz kleines Ding. Und damit ist nicht der Schwab gemeint. Der ist nicht so. Ja, ich sag nichts. Leute von heute. Es gibt aktuell 30% Rabatt bei Display. Generell habt ihr über meinen Link immer den größten Rabatt. Das heißt, Metallbooster, Größe L habe ich im Hintergrund. Das sind die zwei. Ich gehe mal runter, dann seht ihr die hier im Fokus. Das ist Maradona als auch Pedri. Und da gibt es aber 1 Million Designs. Leute, jetzt Angebot. Auf den Link in der Videobeschreibung gehen. Ihr braucht keinen Code zu benutzen. Und ihr habt den größten Rabatt. 30% mitnehmen. Egal, ob ihr einen nehmt. 2 Displays, 3, 4, 5, 6. Egal. Und für die Bayern-Fans haben wir beispielsweise so ein Ding. Und ich sage es euch wirklich ehrlich. Display ist schon, keine Ahnung, seit 2 Jahren mein Partner, mein Lieblingspartner, kann ich so sagen. Und die sind einfach eine 10 von 10. Erstmal vorab, FIFA kommt raus am 30. September. Okay, es wird eine Web-App geben, die wird voraussichtlich wahrscheinlich so wie letztes Jahr 8 Tage früher kommen oder 7 Tage früher, sprich 22. oder 23. September. Und dann kann es schon losgehen mit dem Markt, mit den Traden, da werden auch noch Videos kommen, alles drum und dran. Ihr bekommt mit EA Play, Freunde, 10% Rabatt und das blende ich euch jetzt im Hintergrund ein. Es gibt die Ultimate Team Edition und da gibt es nochmal 10% Rabatt. Das heißt, da spart ihr schon mal 20%. Das kann ich euch empfehlen. Ihr bekommt nämlich bei der Ultimate Team Edition 3 Days Early Access. Das heißt, ihr könnt es 3 Tage noch früher spielen. Ihr bekommt eine Untradable Once-Watch-Karte. Once-Watch wird wahrscheinlich dann wieder das erste Event sein, logischerweise, wie jedes Jahr. 4600 FIFA-Points, Untradable Team of the Week-Spieler und so weiter und so fort. Ein paar Loan-Player, ihr kennt das Ganze. Nur für die Leute, die vielleicht neu sind, kann ich euch empfehlen. Und jetzt kommen wir zu einer sehr wichtigen Sache. Bevor wir über die ganzen Ratings reden, die geleakt sind, über die Positions, da gibt es Secondary Positions. Das wird sehr, sehr interessant, Leute. Deswegen dranbleiben. Icons, Heroes und so. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Chemiesystem. Das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, aber es ist voll einfach. Das werden wir alle sehr, sehr schnell kapieren. Das werden wir schnell verstehen. Und wir springen rüber. Ich bin auf einer Seite, die heißt foot.gg. Kann ich euch empfehlen. Da könnt ihr euch ein bisschen so umgucken. Ihr geht nämlich jetzt hier auf Chemistry. Ich habe jetzt hier einfach mal so Freestyle ein Team gebaut. Und um euch ein paar Sachen erstmal zu erklären. Ihr seht, hier gibt es keine Links. Das ist kein Bug von der Seite oder so. Sondern dieses Jahr ist es nicht wichtig, Leute, dass Spieler direkt zueinander linken mit diesem Strichsystem. Ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt, gleiche Nation ist ein Softlink. Bekommt man einen Chemistry-Punkt sozusagen. Und beispielsweise hat man 3 Punkte bekommen, wenn es ein Stronglink war oder so in die Richtung halt. Ist ja wurscht. Das fällt komplett weg. Vergesst das Ganze. Treten wir in die Tonne. Komplett neues System. Ist cool, weil wir spielen jetzt mal wieder neues FIFA mit neuen Regeln, neues System und so, neues Teambuilding, alles ein bisschen neu. Ihr seht hier, Leute, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, da sind so 3 Punkte, okay? Und was bedeuten diese 3 Punkte? Es gibt maximal 3 Chemistry-Punkte zu erreichen bei einem Spieler. Und wie man das Ganze macht, das werde ich euch jetzt erklären. Erstmal Punkt Nummer 1. Wenn ihr beispielsweise jetzt Kylian Mbappé habt und ihr habt noch weitere 2 Franzosen, das heißt insgesamt halt 3 Franzosen im Team, dann bekommt ihr, Freunde, 1 Chemistry-Punkt. Dann ist einer schon mal erfüllt. Und das seht ihr beispielsweise hier. Hier rechts in der Grafik, ich hoffe, meine Facecam ist nicht drüber. Hier steht Frankreich, 3 Punkte. Das heißt, 1. Punkt ist erreicht. Potenziell weitere 3 Franzosen, 2. Punkt erreicht. Das heißt, da hatten wir 6 im Team. Und wenn wir theoretisch nochmal 4 haben, das heißt 6 plus 4 sind 10, dann haben wir theoretisch alle 3 Punkte erreicht. Und Kylian Mbappé ist auf volle Chemie. Und logischerweise die restlichen Spieler dann auch, weil das nimmt sich ja alles Hand in Hand. 11 mal 3 Punkte heißt, insgesamt gibt es 33 Chemiepunkte zu erreichen. Das steht hier rechts oben. Aktuell haben wir 18 Stück davon mit diesem Team, was ich jetzt aufgebaut habe. Sprich, wir gehen zum einen über die Nation. Da gibt es noch das andere System, die andere Möglichkeit, über die Liga zu gehen. Und das ist sehr wichtig, Leute. Wir haben Pedri. Wir haben Vinicius Junior. Theoretisch könnte ich den Pedri hier hinstellen. Das würde ihn nicht jucken. Schau, der hat trotzdem 2. Wir tun ihn hier hin, hat trotzdem 2 wieder. Also das hat nichts damit zu tun, dass hier nebeneinander sind, sondern einfach im Team stehen. Das muss ich euch ganz wichtig erklären. Vinicius Junior, La Liga, Pedri, La Liga,
Und wir haben Marc-André Ter Stegen im Tor der Liga. Sprich, alle drei haben schon mal einen Chemiepunkt safe. Und das können wir hier rechts in der Grafik auch erkennen. Wir haben zwei Barca-Spieler. Das gibt auch noch mal einen Punkt, das erkläre ich euch gleich. Und La Liga sind oben, sind wir sogar bei 4 Spielern. Aber ob es 3 oder 4 sind, spielt keine Rolle, weil Dembélé ist ja auch noch drin. Genau. Sprich, wir wissen jetzt, wie wir schon mal 2 Punkte bekommen. Und es gibt noch einen dritten möglichen Punkt. Und das ist über 2 Spieler aus einem Verein. Und das haben wir eben auch hier gesehen. Wir haben 2 Spieler von Paris. Sprich, Mbappé hat jetzt einen weiteren Punkt bekommen. Und Hakimi beispielsweise hat einen Punkt bekommen. 2 Spieler aus Paris, 2 Spieler aus Barca und 2 Spieler aus Leipzig. Das heißt, wir hätten da auf jeden Fall einen weiteren Chemistry-Punkt. Und ihr denkt euch jetzt so, okay, aber was, wenn ich jetzt beispielsweise einen Josko Guardiola habe? Das ist ja wirklich nicht so einfach. Beispielsweise jetzt 2 Spieler von Leipzig, das ist easy. 3 Spieler Bundesliga, auch easy. Aber 3 Kroaten im Team, also Entschuldigung, alle Schwabschi-Köpfe, ich bin selber einer. Aber das ist jetzt nicht so einfach, okay? Und da gibt es aber natürlich noch ein System, um das zu dribbeln. Es gibt den Manager dieses Jahr auch wieder. Und der gibt dir auch einen Chemistry-Punkt. Das heißt, wenn du einen kroatischen Trainer nimmst oder einen Trainer aus der Bundesliga, dann bekommen Joško und alle anderen Kroaten oder anderen Bundesligaspieler auch noch zusätzlich einen Punkt. Und das ist wichtig, weil sonst wäre das echt ein bisschen so ein Struggle, auf volle Chemie zu kommen. Aber so ist es definitiv möglich. Und was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr jetzt beispielsweise 2 Spieler von Barca habt und ihr habt dann noch 3 weitere, dann gibt es dann noch einen zusätzlichen Punkt. Also ihr müsst nicht verteilt auf Nation, Liga und Verein gehen, sondern ihr könnt auch theoretisch auf eine Sache fokussieren und auch ihr volles Team. Ist ja logisch. Also ich denke, ihr habt es verstanden. Es ist im Prinzip komplett simpel. Und dann gibt es noch eine Sache. Schaut euch mal kurz diesen Musiala an. Ich gehe mal drauf. Es gibt Secondary Positions. Da reden wir gleich drüber. Und die werden euch auf dieser Seite auch teilweise angezeigt. Das heißt, wir haben bei Musiala eine Cam-Position aktuell und Möglichkeit links Mittelfeld. Hätte ich jetzt eine 4-4-2-Position, kann ich Musiala hier links Mittelfeld spielen. Bam. Bekommt trotzdem seine volle Chemie. Stand jetzt aber, hier ist ein Ausrufezeichen, ist der Mann für Chemistry gesperrt. Das heißt, er zählt jetzt gerade aktuell nicht als Bayern-Spieler, nicht als deutscher Spieler, auch nicht für die anderen Kandidaten. Sprich, wenn ein Spieler off-position ist, ich mache jetzt Cam, zählt nicht als ZM. Wenn ein Spieler off-position ist, dann ist es wie ein Geist, der existiert gar nicht, okay? Das hat, ihr bekommt keine Chemie. Er bekommt trotzdem die Ratings, die auf der Karte stehen. Das bleibt erhalten, aber der Rest fällt komplett weg. Deswegen, Leute, immer wichtig, Spieler auf die richtige Position bringen und dann jalla rein. Aber wem erzähle ich das? Den Cowboys, die wissen das alle. Und eine weitere Änderung ist zum Beispiel, es gibt keinen Loyalitätsboost mehr. Ihr kanntet das doch, wenn ihr 10 Spiele gespielt habt, Loyalität, hat man quasi einen Chemiepunkt mehr bekommen. Das fällt komplett weg. Finde ich gut, aber interessant wird sein, ihr kennt doch diese fortgeschrittenen SBCs am Anfang von FIFA. Es wird jetzt auch alles neu sein, weil dafür hat man den Loyalitätsglitch oder Boost gebraucht, wie auch immer. Da konnte man so einen Glitch benutzen und das ist jetzt einfach nicht mehr da. Deswegen müssen sie dann natürlich auch die SBC ändern. Wird interessant sein, Leute. Ich bin hype, weil das klingt schon sehr viel nach Neuigkeiten und dass man sich wirklich hinsetzen muss und da wirklich überlegen muss. Und sonst war das in den letzten Jahren immer so, du hattest jedes Mal die gleiche SBC, Loyalitätsglitch, bam, 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 gleiche Spieler gefühlt rein und das war's. Aber das wird eine Challenge, Leute, und ich hab Bock drauf. Und zur großen Frage, auch vielleicht, die sich YouTuber teilweise stellen, kann man SBBs machen? Jetzt ist es ja so, dass es nicht diese direkten Links gibt, sprich, man kann ein bisschen mehr freestylen. Hinten raus in der Verteidigung oder, ihr wisst schon was, im Mittelfeld, wird es natürlich dann trotzdem sehr gut möglich sein, Spieler zu erraten. Allerdings müsst ihr euch vorstellen, ein ZOM-Spieler kann jetzt manchmal nicht im ZM spielen, wenn es nicht seine Secondary Position ist. Und man kann den dann nicht umformen, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen wird es sehr, sehr, sehr spannend, Leute. Also, ich denke, dass man SBCs safe machen kann. Und jetzt sind sie vielleicht sogar ein bisschen schwerer, nicht zu erraten, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin gespannt. Ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Es wird interessant. Ich bin ein bisschen gehypt, Digga. Sag ich ehrlich. Freunde, hier haben wir kurz das Thema Secondary Positions. Es wird so sein, Leute, dass Spieler eine zweite oder dritte Position haben. Das bedeutet, ihr spielt sie im ZM möglicherweise, als auch auf dem linken Flügel, wenn sie das eben können. Aber ihr könnt da nicht Freestyle die Spieler im, keine Ahnung, ZDM stellen, wenn sie das halt nicht können, weil da gibt es keine Chemie, habe ich euch gleich erklärt. Also Messi, Stürmer, Mittelstürmer oder rechts Mittelfeld. Wir haben Cristiano Ronaldo, Stürmer, Mittelstürmer, linker Flügel. Das sind so die typischen Positionen. Und jetzt ganz interessant, Hullet theoretisch Centerback. Ich frage mich, ob das am Ende des Tages stimmen wird, aber ich kann es mir vorstellen. Pelé haben wir am Start. Alaba beispielsweise Innenverteidiger oder Linksverteidiger. Genauso Joško Guardiola, Innenverteidiger, Linksverteidiger. Ist geil, Leute. Man kann echt ein bisschen mehr machen. Und es ist dann nicht so monoton, sondern Spieler auf 2 verschiedenen Positionen zu spielen, ohne dass ein Event am Start ist. EA, geil. Hier gehen wir auf Joško Guardiola, Centerback, Linksverteidiger. Klostermann, Rechtsverteidiger, Right Wing Back. Das ist übrigens, glaube ich, immer Hand in Hand. Also das müsste immer quasi eine Combination sein, die möglich ist. Hier seht ihr es auch. Dann haben wir N'Golo Kanté. Der kann auch ZDM, sprich einfach draufdrücken. ZDM, ZM, bam. Er hat die Position. Und
Was? Right wing back. Ja moin, Digga, kannst hier Rechtsverteidiger. Der Staubsauger wird aktiviert, der Dyson 2000. Dann kommen wir zum Thema Icons. Als Beispiel, Xavi Alonso, ich blende euch die Karte ein, die wird kommen. Hat FIFA Romania so erstellt und Criminal FIFA und Foot Sheriff, Hero, Sheriff, ihr wisst schon, was ich meine. Die sind die Profis, allerdings stimmen natürlich die Stats nicht ganz. Wir werden aber ein paar neue Icons begrüßen, unter anderem Rudi Völler. Leute, deutscher Icon, da können wir uns sehr drauf freuen. Gerd Müller, tschüss, was geht? Das wird brutal. Und dann gibt es aber Icons wie beispielsweise Okocha und Nakata, die keine Icons mehr sein werden. Sprich, EA sortiert so ein bisschen im Sortiment aus und wollen Icons so ein bisschen exklusiver machen. Finde ich cool. Wird ein bisschen weniger. Wie oft habe ich jetzt gerade ein bisschen gesagt in drei Sätzen? Es wird weniger Icons geben und dafür sind die aber vielleicht noch ein bisschen interessanter und nochmal cooler, wenn man die zieht. Weil ganz ehrlich, Okocha, Nakata, Heroes besser als eine Icon. Und die waren auch nur Icons, weil sie in ihrem Land quasi so die absolut Maschinen waren. Nicht falsch verstehen, waren natürlich klasse Spieler. Und jetzt blende ich euch ein paar neue Heroes ein. Das sind neue Heroes, die dazukommen. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Yaya Touré, absolute Legende. Ich liebe den Mann. Dann haben wir Park Ji-sung, Premier League Manchester United Legende oder Hero. Da haben wir Marquisio, auch ganz nett. Und Donovan. Donovan weiß ich jetzt nicht. Hat auch mal bei Bayern gespielt. Ja. Aber die haben eine Kooperation mit Marvel. Deswegen haben sie auch diese lustigen Anzüge an. Finde ich cool. Ist halt wieder was Neues. Und neu schmeckt. Und ganz ehrlich, Hero-Karte, immer mehr Spieler, ist einfach was Feines. Vor allem, wenn man so eine kleine Erinnerung hat, zum Beispiel am Park, an Yaya Touré, es macht dann so ein paar Schmetterlinge im Bauch. Die sind gerade sowieso ganz groß. Leute, FIFA 23 Cover, Conte und Tuchel, blende ich euch ein. Sieht lustig aus. Wäre cool, wenn es so kommen würde. Das war übrigens Legendenaktion von den Zweien. Habe ich irgendwie gefühlt. Dann haben wir natürlich neue Player-Faces. Ihr seht mal Messi eingeblendet, wie er vorher und jetzt aussieht. Auch ganz cool. Und beispielsweise Pedris Gameface wurde überarbeitet. Seht ihr auch eingeblendet. Sieht sehr, sehr fresh aus. Sieht aus wie der echte Pedri. Und das kann EA auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann habe ich es vorhin kurz erwähnt. Wants to Watch. Delikt seht ihr als Karte. Ist nur ein Prediction quasi. Dementsprechend wird das Wants to Watch Event dann kommen. Mané wird interessant sein. Nunes hat jetzt seine rote Karte kassiert. Wir haben Pogba von Juventus. Wir haben Dybala, der AS Roma. Solche Spieler werden kommen. Und gebe es jetzt schon, das Team of the Week, ich werde für euch die Karten jetzt noch erstellen, damit ich sie euch einblenden kann, haben wir Gabriel Jesus, der ist R9 geworden, seitdem er bei Arsenal spielt, Arsenal Respekt ohne Spaß, wir haben Neymar, hat böse performt und wir haben beispielsweise Moukoko vom BVB eingewechselt, rasiert, Moukoko, du bist der Beste, ich habe mich für den gefreut, Mann. Und dann kommen wir noch zu Rating Leaks. Erstmal lese ich euch ein paar vor und dann zeige ich euch ein bisschen was. Timo Werner, 83er Rating, spielt jetzt wieder bei Leipzig, Sancho, 86, das heißt Downgrade. Cancelo, Leute, 88 Rating von Manchester City. Wir haben Renato Sanchez mit 81 von Paris. Das wird, boah, stell ich mal vor, Renato Sanchez mit Nuno Mendes oder so linken, das war's komplett. Wir haben Haaland 89. Wir haben eigentlich fast alle Karten richtig predicted, muss man sagen. Sadio Mané beispielsweise 90er Rating haben wir auch predicted. Da freuen sich die Bayern-Fans, das wird brutal. Und ich glaube, ganz ehrlich, kann man, selbst wenn man, sag ich mal, Dortmund-Fan ist, kann man Sadio Mané nicht mögen? Der ist, ich finde, der ist so sympathisch, der Mann. Wie er zum Beispiel vorgestellt wurde. Servus, ich bin's, der Sadio. Jungs, der ist brutal, wirklich. Dann haben wir Neymar mit 91, auch ganz nice. Wir haben Messi mit 91, Leute. Sprich, Messi wird ein größeres, höheres Rating haben als Cristiano Ronaldo. Bei Ronaldo 90, Messi 91. Und dann haben wir Rashford mit 84, hat ein kleines Downgrade bekommen. Und Courtois 90. Hätte theoretisch auch 91 verdient, aber 90 haben wir auch predicted. Passt. Hier seht ihr Mbappé 92, Benzema. Das müsste eigentlich stimmen. Das ist alles, ich habe auch ein paar schon vorgelesen davon. Pogba 86, Bruno Fernandes Downgrade, Koulibaly. Wir haben Kanté mit 89, Harry Kane kleines Downgrade, Ronaldo Downgrade. Sieht crazy aus. Ich würde sagen, Leute, das waren so die wichtigsten kompakten News aktuell, die es gerade gibt. Wenn ihr Bock habt auf solche Videos in der weiteren Zukunft und generell FIFA 23 Content jetzt, dann lasst einen Daumen nach oben, dann lasst es mich wissen. Ich würde mich sehr, sehr freuen über Support, über Feedback. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Checkt auf jeden Fall Display ab. Der Rabatt geht nicht lange. Und wenn ihr euch was gönnen wollt, gibt auch wahrscheinlich neue Spieler und so, dann gönnt euch. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak und ciao.